Eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr Dreiskirchen beeindruckte mit ihrer realistischen Simulation. Im ausgeklügelten Übungsszenario verschiedenster Unfallsituationen wurde das Zusammenspiel der Blaulichtorganisationen für den Ernstfall getestet. Vier unterschiedliche Unfallsituationen wurden in der Schlosseestraße in Oeynhausen mit viel Engagement simuliert. Als Unterabschnittsübung bot sie der Freiwilligen Feuerwehr des Bezirks, aber auch dem Roten Kreuz und der Polizei ein perfektes Szenario, um den Einsatz möglichst realistisch zu üben. Zwei schwere Autounfälle, ein Linienbus in Seitenlage und sogar ein brennendes Auto forderten die Logistik der Blaulichtorganisationen in vollem Ausmaß. Die Laiendarsteller der Unfallopfer wirkten in ihren Rollen äußerst authentisch. Das Ausmaß solcher Unfallszenarien und die Herausforderungen für alle Einsatzkräfte wurden bei dieser Simulation offensichtlich. Ja, das Thema der heurigen Unterabschnittsübung war ein Busunglück mit zwei weiteren Nachfolgeunfällen mit mehreren eingeklemmten Personen. Und das Ziel der Übung war es, die Koordination zwischen den Einsatzkräften, Feuerwehr, Polizei und Rettung noch besser abzustimmen, als das ohnehin schon der Fall ist. Zusammenspiel funktioniert eigentlich tadellos. Wir müssen das laufend trainieren, aber so wie es heute ausschaut, funktioniert es wirklich perfekt. Die Kameraden sind ja laufend in Übung und wir müssen das perfektionieren, aber es funktioniert tadellos. Ja, der erste Eindruck, muss ich sagen, ist positiv. Natürlich bei so einem Großschadensereignis noch zu diesem Zeitpunkt relativ schwer zu sagen. Wir müssen das im Detail noch durchgehen, noch kurz Übungsbesprechen gibt es im Anschluss und da werden wir dann sicherlich auf Fehler noch drauf kommen. Das ist natürlich ein Wahnsinn, also die Logistik, vor allem was hier zu bewerkstelligen ist. Hier geht es um Menschenleben. Wir haben selten so eine Dimension einer Unterabschnittsübung gehabt, aber diese Dimension ist real und für das proben unsere Feuerwehrleute und die Rettungskräfte, damit wir aus den Erfahrungen, aus dem Report, aus diesen Übungen Erkenntnisse gewinnen. Und diese Erkenntnisse setzen wir um natürlich in bessere Vorbereitung. Das ist ein Hut ab. Es sind irrsinnig starke Bilder von den geschminkten Verletzten, die uns erahnen lassen, was für schnelle, aber kompetente Entscheidungen hier Einsatzkräfte leisten müssen, vor allem in der Führung, aber bis zum letzten Feuerwehrmann. Also das ist unglaublich. Vom Roten Kreuz Baden wurden ein Schminkteam aus 6 Personen zur Verfügung gestellt. Die haben insgesamt 42 Lagedarsteller geschminkt. Jeder hat eine eigene Geschichte bekommen, welche es den Rettungskräften mitteilen musste. Gleichzeitig ist ja die Polizei auch beschäftigt mit der Unfallaufnahme und mit der Identifikation der einzelnen Unfallopfer.